Betrüger-Auffang-Hotline, Fall hier, schönen guten Tag. Haben Sie Herr Rudiger geschlagen? Herr Fall, machen Sie Ihre Scheiße Mund zu! So, Sie ne? Was? So, normalerweise gilt ja die Regel, ich rufe niemanden an. Aber ich habe jetzt hier angeblich gewonnen. Von Möbelmarkt-01.sofortchancen.de. Da habe ich mich angemeldet, weil es ein klassischer Betrug per E-Mail war. Angeblich habe ich einen 500€ IKEA-Gutschein gewonnen. Ist natürlich völliger Bullshit, ist Betrug, hat IKEA nichts mit zu tun. Und ich habe natürlich den Gewinn in Anspruch nehmen wollen, der 500€ IKEA-Gutschein. Da ist jetzt bei dieser Umfrage, die dann darauf folgt, gar keine Rede mehr. Aber ich habe jetzt gewonnen. Also einen ganz anderen Gewinn. Um den ursprünglichen Gewinn geht's schon gar nicht mehr. Und hier steht jetzt Wert über 300€. Jetzt anrufen, um das Geschenk zu erhalten. Ja, dann mache ich das doch mal. Dann rufe ich mal da an, und zwar 0800. Das ist die Voraussetzung, dass es kostenlos ist, sonst könnte ich auch nicht anrufen. Ich habe ja eine Kostensperre drin. 2233772. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Willkommen bei Ihrer kostenlosen Gewinnspiel-Hotline. Sie werden gleich mit einem Mitarbeiter verbunden. Zur Sicherung unserer Servicequalität werden einzelne Gespräche aufgezeichnet. Wenn Sie dies nicht möchten, geben Sie uns bitte doch, ist okay, ich veröffentliche das auch. Übrigens, unsere aktuellen Datenschutzhinweise finden Sie auf www.bösche.de. Ja, wie viel die wert sind, darf man bezweifeln. Oder dass sie viel wert sind. Über Ihren Anruf. Doch bitten Sie noch um einen Moment Geduld. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Schönen guten Tag, mein Name ist vom Gewinnkonto. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag. Ich habe hier diese Umfrage gemacht und plötzlich poppt da ein Fenster auf, wo steht, Glückwunsch, Sie wurden ausgewählt. Und da dachte ich hier, ich rufe mal an. Hier steht, ich soll die Nummer anrufen. Ja, dann sehe ich das auch, wenn Sie mir einmal Ihren Namen nennen, bitte? Ja, das ist Clara Fall. Wie war das? Clara, K-L-A-R-A. Ja. Nachname Fall. Fall, F-A-L-L, wie der Fall, ja. Genau, ja. Okay, das ist die Frau Clara Fall, weil Sie hören sich eher an wie ein Mann, deswegen wundert mich das. Ja, ich bin transsexuell, deswegen wahrscheinlich. Achso, okay, dann Entschuldigung, ich wollte Sie nicht ausfragen. Das ist kein Problem. Das höre ich ja öfters, das ist nicht das erste Mal. Ich werde Sie jetzt freischalten für eine Rentenverlosung. Das heißt, Sie haben die Chance auf eine Sofortrente im Wert von 1 Million €. Die wird dann über 25 Jahre steuerfrei ausbezahlt. Ach so. Da drücke ich Ihnen schon mal die Daumen für. Nur ich brauche noch ein paar Angaben von Ihnen, ja? Ach so, hier steht jetzt Wert über 300€ kriege ich. Überraschungsgeschenk, ja. Wert über 300€. Ja, das ist eine Reise im Wert von über 498€. Oh. Ja, da wollte ich Sie gleich drüber informieren. Ich kann Sie nämlich jetzt erstmal für die Rentenverlosung einmal freischalten. Ach so, okay, alles klar. Frau Fall, Entschuldigung. Okay. Dann geben Sie mir bitte einmal Ihre Postleitzahl, Frau Fall. Ja, das ist in Berlin. Das ist die 13583. 13583 und die Straße? Das ist Kemmernsweg 28. Moment. Kemmernsweg? Mir wäre es ja lieber, ne? Das würde Kemmfrauweg heißen, aber es heißt Kemmernsweg 28. Kemmernsweg 28. So, und dann muss ich wissen, wann sind Sie geboren wegen der Volljährigkeitsprüfung? Ja, ich bin schon über 30. Also es ist der 12.02.92. Ja, darum geht's auch gar nicht. Es geht eher darum, dass der Computer Sie freischalten lässt, Frau Fall, ja? Mhm. So, dann werde ich Sie jetzt erstmal für die Rentenverlosung freischalten. Da drücke ich natürlich schon mal die Daumen für. So, und die Reise, die Sie gewonnen hat, hat einen Wert von über 498€. Die ist für 2 Personen mit Frühstück, mit An- und Abreise. Oho. Den Reisetermin können Sie selber auswählen. Geil. Und vor allen Dingen, Sie können die Reise genießen, Frau Fall. Denn das ist keine Werbeveranstaltung. Geil. Wenn ich das meinem Freund erzähle, jetzt nach Corona und allem, der freut sich.
Der Peter freut sich, glaube ich. Ja. Haben Sie auch eine E-Mail-Adresse, Frau Fall? Ja, da können wir die von meinem Freund nehmen. Das ist peter-reutner@web.de. Moment, peter-reutner. Wie man spricht, genau, Reutner mit EU. Ja, und dann @web.de, ja? Genau. Ja, dürfen wir Sie denn auch zukünftig über attraktive Angebote von Bösche schriftlich, telefonisch informieren, Frau Fall? Ja, kein Problem, ja. Ja, diese Einwilligung können Sie natürlich jederzeit auch widersprechen. Denn Sie haben im Moment sogar eine Glückssträhne dadurch, dass Sie direkt an mich weitergeleitet wurden und haben das Privileg, bei einer der größten SKL-Gewinnaktionen aller Zeiten dabei zu sein, Frau Fall. Weil die SKL wird von Juni bis November eine einmalige Aktion starten, wo wir 1,27 Milliarden Euro auf nur limitierte 3 Millionen Losnummern verteilen. Mhm. Und wir werden jeden Tag 1 Million Euro auf die Lose ausspielen. Und jedes Wochenende sind es bis zu über 300.000 Ziehungen, damit wir dann auch eine gerechtere Gewinnverteilung haben. Sodass jeder Teilnehmer wie Sie, Frau Fall, dann auch gewinnt. Mhm. Auch wenn es dann nicht unbedingt Millionen sind. Aber ein paar tausend Euro freut sich doch auch jeder drüber, ne? Ja, schon. Und das ist auch Sinn und Zweck dieser Aktion. Nicht, dass Sie einfach nur teilnehmen, sondern dass Sie auch gewinnen. Mhm. Denn da habe ich für Sie auch verschiedene Lospakete für vorliegen. Darf Ihnen allerdings nur eins davon zukommen lassen, weil die Lose halt limitiert sind. Mhm. Ja? Denn wir werden alleine im Juni mit über 90 Millionen Euro anfangen, die wir ausspielen. Es endet im November mit über 422 Millionen Euro. Und damit auch Sie dann so viel wie möglich gewinnen, empfehlen wir halt, diese 6 spannenden Monate dann verbindlich durchzuspielen. Denn die Gewinne, die werden auch innerhalb von 3 Werktagen steuerfrei nach Gewinnausschüttung direkt überwiesen, Frau Fall. Mhm. Und das bekommen Sie natürlich auch alle schriftlich von mir. Denn ich habe für Sie einmal das Einstiegspaket vorliegen mit 4 Losnummern. Die liegen bei monatlich zusammen 60 Euro. Oder 5 Losnummern zu monatlich zusammen 75 Euro. Na? Ich darf Ihnen allerdings nur eins dieser beiden Lospakete zukommen lassen, weil die Lose halt limitiert sind, Frau Fall. Ja, da gebe ich Ihnen auch gerne vorab einmal meinen Namen durch, damit Sie wissen, mit wem Sie gesprochen haben bei Bösche, damit Sie dann auch hinterher auf die richtige anstoßen können. Denn Sie bekommen auch eine Sicherheitsnummer, die wir Ihnen dann nennen, wenn wir Sie telefonisch kontaktieren, Frau Fall. Mhm. Weil Sie über jeden Gewinn von uns einmal schriftlich informiert werden und bei Gewinnen ab 10.000 Euro aufwärts werden Sie auch per Telefon informiert, weil wir die Gewinne, wie gesagt, innerhalb von 3 Werktagen auch direkt überweisen. Na? Mhm. Haben Sie denn was zum Schreiben vorliegen? Ich habe vorhin aufgeräumt, deswegen jetzt gerade nicht griffbereit, weil ich weiß dann immer nicht, wohin ich das geräumt habe. Moment mal eben. Ne, das geht nicht. Ah, hier, doch, hier habe ich was zu schreiben. Hm? Ja? Dann notieren Sie mal. Das ist, mein Name ist... Und jetzt notieren Sie sich bitte die 2412. 2412, wie Heiligabend. Wie Heiligabend, ganz genau. Ja. Denn ich denke mal, es wird auch dann für Sie ein bisschen wie Weihnachten sein, wenn wir Sie anrufen und sagen, Sie haben Summe X gewonnen. Denn Sie werden, wie gesagt, über jeden Gewinn natürlich schriftlich informiert, nur bei Gewinnen ab 10.000 Euro aufwärts auch per Telefon, weil wir die Gewinne innerhalb von 3 Werktagen auch direkt überweisen, Frau Fall. Mhm, ja? Und das bekommen Sie natürlich auch alle schriftlich, nur die 2412 steht nicht mit in den Unterlagen drin. Gut, die haben wir ja jetzt miteinander besprochen, genau. Genau, genau. Und der Ablauf ist ja so, Sie erhalten dann erstmal in den nächsten 2 Wochen die Originalteilnahmedokumente mit Begrüßungsschreiben und Gewinnplan, wo Sie auch all das in aller Ruhe nochmal nachlesen können, was ich Ihnen erzählt habe. 2 Wochen nach Erhalt der Unterlagen, also kurz vor Spielbeginn, wird dann das erste Mal der monatliche Betrag von Ihrem Wunschpaket zuzüglich 3,95 Euro Nebenkostenpauschale, kein Cent mehr, dann von Ihrem Konto abgebucht. Auf dasselbe Konto buchen wir natürlich auch die Gewinne.
zweite Abbuchung ist auch erst am 15. Juni für den Juli, denn maximal sind es für die 151 der SGL nur 6 Abbuchungen. Die werden dann immer zur Mitte des Folgemonats vorgenommen, sodass die letzte dann am 15. Oktober sein wird für den November. No? Also da wird mir dann jetzt auch was abgebucht, oder wie? Das wird dann abgebucht, wenn Sie bei dem bei der LKL mit dabei sind, ja. Ach so, nee, ich habe ja angerufen, weil ich ja gewonnen habe. Den Gutschein haben Sie ja gesagt, eine Reise habe ich ja gewonnen. Der Gutschein hat damit nichts zu tun. Ach so, ne? Ah, okay. Sie haben ja eine Reise gewonnen, genau. Im Wert von über 498 genau. Euro. Ja. Ne? Nur Sie haben das Privileg erlangt, bei der größten SKL-Gewinnaktion dabei zu sein, die wir von Juni bis November starten. Weil sie auch im Ausschlussverfahren an mich weitergeleitet wurden. Deswegen sagte ich ja, sie haben im Moment direkt eine Glückssträhne und können jetzt bei dieser einmaligen Aktion dabei sein. Denn da wird es kein rausgeschmissenes Geld, im Gegenteil. Sie werden hinterher sagen, gut, dass ich teilgenommen habe, wir haben unser Konto noch ein bisschen erhöht. Mhm. Ja, denn da ist nicht Sinn und Zweck, dass sie nur teilnehmen, sondern dass sie auch gewinnen, Frau Fall, ne? Ja, aber wie gesagt, sie müssen abbuchen, natürlich einen Loseinsatz erbringen, damit sie auch gewinnberechtigt sind, ne? Hm, ja, nee, da würde ich dann drauf verzichten, weil da so, wenn ich jetzt was zahlen muss vorab, das lasse ich dann lieber. Nee, dann nehme ich gern den Gewinn, den Reisegutschein. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß damit, bedanke mich für Ihren Anruf und alles Gute für Sie und Ihren Freund, Frau Fall. Ja, vielen Dank, den kriege ich dann per Post zugeschickt, ne? Den schicken wir per Post zu, ja. Wunderbar, super, vielen Dank. Danke auch, jo, tschüss. Sie wusste das mit dass der mit H geschrieben wird. Und sie konnte auch fließend Deutsch, ne? Das scheint wirklich möglicherweise ein Callcenter in Deutschland gewesen zu sein. Das ist natürlich trotzdem eine hoch illegale Sache. Definitiv aus meiner Sicht auch kriminell, denn so einen Schmuh darf man nicht betreiben. Mit irgendwelchen Gewinnversprechen und IKEA-Gutscheinen und weiß ich nicht. Aber ein sehr interessantes Gespräch. So, also ich habe jetzt nochmal in mein E-Mail-Postfach geschaut und dort wurde tatsächlich mir nochmal eine E-Mail gesendet wegen des IKEA-Gutscheins. Und da muss man dann noch einen Bestätigungslink klicken. Und ja, herzlichen Glückwunsch, hiermit ist Ihre Teilnahme bestätigt. Ja, eingangs hieß es aber, ich hätte einen 500-Euro IKEA-Gutschein gewonnen. Also da war nicht Eventualfall, sondern ich habe gewonnen. Plötzlich heißt es nur noch Teilnahme. Ja, und dieser Gutschein, ob der nun überhaupt irgendwann mal ausgespielt wird an irgendjemanden, wir können es nicht nachvollziehen. Ja, ist natürlich auch eher eine illegale Sache, die hier passiert. In der Zwischenzeit habe ich noch mehrere SMS bekommen. Ja, also das hier ist ja jetzt eine Handynummer gewesen, die ich da auch mal verwendet hatte. Und wenn ich jetzt hier mal nachschaue, was ich da bekommen habe, na, gehst du wohl. Wie geht denn das? Wie guckt man denn die Nachrichten nach? Ihr merkt, mit Handy kenne ich mich super aus. Da, dieses Symbol vielleicht. Jawohl, da sind wir. Glückwunsch. Ihr Gewinn wartet. Ihr Gewinncode lautet AX blabla. Jetzt kostenlos anrufen und 100.000 Euro in bar gewinnen. Tja, was auch immer dahinter steckt. Und ich sehe gerade sogar, ich habe das zweimal bekommen mit unterschiedlichen Telefonnummern. Und da würde ich einfach mal sagen, diese erste Telefonnummer rufen wir jetzt mal an. Mir stehen ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, 2 Gewinnchancen zu. Und dann habe ich hier nochmal eine SMS bekommen. Nee, auch wieder 2 SMS, wo steht, jetzt Gewinnspielteilnahme bestätigen und Chance nutzen. Und dann ein Internetlink. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Da weiß man ja dann nie, wo man auf diesem Link landet. Da klicke ich mal nicht drauf. Aber hier die Telefonnummer, wo ich angeblich gewonnen habe. 100.000 Euro in bar. Da rufe ich doch jetzt mal an. Na, gucken wir mal, was da passiert. Nee, muss ich per Hand abschreiben, die Nummer 0800 9922 784. Also ich gucke nochmal, 0800 9922 784. So, dann rufe ich die Telefonnummer. Ich dachte, man könnte die direkt anrufen hier aus der SMS heraus, aber das geht nicht. Dann mache ich mal hier so. 0800 9922 784. Und ich bin natürlich die transsexuelle Clara Fall jetzt wieder.
0800-922-784. So, dann rufe ich da mal an. Mal gucken, was passiert. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. There is no connection for the number you have dialed. Also, vor wenigen Minuten habe ich die SMS erst bekommen, ne? Also ich habe vor wenigen Minuten diese SMS überhaupt erst gekriegt. Ach nee, das ist eine alte, sehe ich gerade. Die ist nicht mehr verfügbar. 13. Juli 21. Okay, offensichtlich habe ich da schon mal so eine Nachricht bekommen. Die ist aber in Wortlaut genau gleich. Pass auf, da machen wir es anders. Ich habe ja noch eine zweite SMS hier bekommen. Auch mit 0800. Und dann 723 85 014, und dann rufe ich die mal an und dann mal gucken, was passiert. 0800 723 85 014 anrufen. Herzlich willkommen zur großen 100.000 Euro Verlosung von Cop United. Wenn Sie einen kurzen Augenblick Geduld haben, sind wir gleich für Sie da. Oh, das gibt einen Copyright-Claim. Ob die Gebühren dafür bezahlen, die GEMA-Gebühren? Die Originalversion von der Zweitplatzierten, ne? Dieses Liedes, die ist übrigens viel besser. Mitsingen, ne? All the other way around you, and I would fall out into the night. I can't go a minute without your love. I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh, I. Kann ich wieder ein Lied separat nochmal hochladen? A force more powerful than gravity. Ich meine, selbst wenn ich mir keine Mühe gebe, singe ich ja immer noch besser als die, ne? Ohne jetzt arrogant rüberkommen zu wollen, aber ist so, die kann ich singen. Konnte sie noch nie. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh, I can't go a minute without your love. Dieses gleich zu Ende. Mal gucken, was dann passiert. Love. Ich gehe wieder von vorne los. Okay. Love, oh,
Sarah is just for you. I even painted my toenails for you. And I did it just the other day. Fall, schönen guten Tag. Ich habe hier eine SMS bekommen, dass ich irgendwie eine Teilnahme gewonnen hätte. Da dachte ich, rufe ich einfach mal an. Ja, sehr gerne. Und haben wir dann von der SMS bitte mal den Gewinncode? Oh, Moment. Da muss ich jetzt mal eben in die SMS reingucken. Ja. Da habe ich hier AX, ja. Leerzeichen, 2421. Unterstrich 955021. Wie heißen Sie nochmal? Fall ist der Name. Okay, gut. Hier steht bei mir jetzt eine Frau. Ja, klarer Fall. Okay, und wenn ich fragen darf, dann sind Sie jetzt? Bitte? Wer sind Sie jetzt? Ich bin klarer Fall. Ach, Entschuldigung, Sie sind die Frau klarer Fall. Ja, das bin ich. Okay. Wenn ich fragen darf, Kemmernweg 28 in Berlin, ist dann richtig? Das ist korrekt, ja. Mhm. Dann bitte mal Ihr Geburtsdatum. Das ist der 12.02.92. Und dann darf ich Sie jetzt für die Auslosung der 100.000 Euro registrieren. Wenn Sie die Gewinnerin sind, werden Sie von uns dann auch noch einmal telefonisch und schriftlich informiert. Mhm. Ja? Und darüber hinaus gibt es jetzt für Sie noch einen Sofortgewinn. Also das ist eine Teilnahme an einer Verlosung oder was? Unter allen Teilnehmern werden 100.000 Euro ausgelost oder wie verstehe ich das? Genau, dafür Haben Sie sich ja registriert. Ja, cool. Ah, cool. Ja, genau, aber darf ich jetzt nochmal fragen, sind Sie wirklich die Frau Klara Fall oder rufen Sie für die Frau Klara Fall an? Was nee, ja nicht schlimm ist. Ich bin das. Und die E-Mail-Adresse, die hatten Sie aber eine andere angegeben, ne? Ja, das ist die E-Mail-Adresse meines Freundes. Das ist der Peter. Gut, wie gesagt, aber da hatten Sie sich ja dann für registriert, ne, am 26. April. Ja, genau. Und darüber hinaus gibt es jetzt nochmal einen Sofortgewinn. Das ist ein Kurztrip Lübeck-Hamburg. 3 Tage Doppelzimmer inklusive Frühstück für Sie und eine Begleitperson. Ah, das wird Peter auf jeden Fall. Da freut er sich. Geil, endlich mal nach Corona wieder ein bisschen rumkommen. Finde ich gut. Und Sie gehören dann jetzt aber auch nochmal zu den 100 Anrufern, die sich dann jetzt nochmal zusätzlich hier freuen sollen. Ja. Und das heißt, dass man ab dem 15. Juni tatsächlich dann auch nochmal täglich mit 200 gewinnoptimierten Betreiben den Renten-Jackpot von 1 Million Euro nutzen darf. Man jede Woche 1400 Möglichkeiten, 1 Million Euro zu ergattern. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann jeden Samstag sogar immer nochmal die Teilnahme an einem Sofortgewinn von 40.000 Euro. Ja. Und dazu eine monatliche Rente von 4.000 Euro, die dann 20 Jahre lang Monat für Monat ausgezahlt werden. Das klingt gut. Also, ich sag mal so, wenn es nichts kostet, günstig, nehme ich sowas immer mal ganz gerne mit. Kosten tut das was? Weil ach so. Ganz kostenfrei dürfen wir das nicht anbieten. Das gibt es dann für 12,47 Euro lediglich in der Woche. 12,47 in der Woche? Oha, das ist dann aber kein Schnapper. Also günstig, wie gesagt, günstig nehme ich sowas immer mal ganz gerne mit. Für ein paar Euro kann man das immer mal riskieren, aber das sind ja 13 Euro pro Woche, das deppert sich ja ganz schön. Also, sind ja auch 1400 Möglichkeiten auf 1 Million Euro in der Woche. Ja gut, aber erstmal muss ich ja die was war das, irgendwie 12 Euro noch was pro Woche muss ich ja erstmal haben. Ja, deswegen geht es doch erst ab dem 15. Juni los. Nicht heute, nicht morgen. Ja, das heißt also, wenn man im Monat 6.000 Möglichkeiten auf 1 Million Euro hat, nur 59,90 Euro. Dazu jeden Samstag die Ausspielung des Sofortgewinns von 40.000 Euro mit der monatlichen Rente, 4.000 Euro für 20 Jahre lang monatlich. Und wir werden da dann auch noch innerhalb von 3 Monaten, so lange geht das nur, Bargeldgewinne von bis zu 5.000 Euro auch noch an die Kunden mit ausschütten. Ich denke, das ist schon ein schönes Angebot. Ja. Das soll ja niemand Dauerteilnehmer werden. Ja, aber wie gesagt, das ist für mich nicht günstig, ne? Also, das ist für mich quasi zu viel Geld. Drücke ich es mal so aus. Nee, aber den Städtetrip, wenn ich da meinem Partner das erzählen kann, da freut er sich auf jeden Fall. Wir haben schon länger nichts mehr gemacht jetzt zusammen so in die Richtung und da freut er sich. Wie gesagt, es sind
1000 Möglichkeiten auf 1 Million Euro. Das sind 49,90 €. Schon sehr günstig. Wenn Sie mal ausrechnen, dann tippt beim Lotto. Ja, aber wie hoch ist denn die Gewinnchance? Ne? Ja. Die wird ja nicht so groß sein. Es sind nur 100 Kunden dabei. Wir sind ja keine, wie beim Lotto, 18 Millionen Menschen oder was. Also die, also die Chance ist quasi 1% oder was? Also 1%, dass dann immer... Es sind nur 100 Kunden mit dabei, nicht mehr, nicht weniger. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie finanziert sich das denn dann? Wenn nur 100 Leute, wenn die Millionen jede Woche aufgeteilt wird, mit einer, also hä? Das verstehe ich nicht so richtig. Es sind 100 Kunden, dürfen hier dabei sein. Das heißt, die Million wird dann auch aufgeteilt durch diese 100 Kunden. Ich denke, ich trotzdem noch genug Geld. Ach so, jeder kriegt dann das Geld, oder wie? 1 Million Euro wird aufgeteilt. 100. Was da überbleibt, bekommt dann jeder Kunde. Ja, natürlich. Das ist immer noch genug Geld. Ja? Aber dann ist es ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also was ist denn dann, dann ist ja quasi die Gewinnchance 100%. Wenn dann jeder das entsprechend ausgezahlt bekommt, anteilig, das sind ja dann 10.000 Euro für jeden. Ja, wenn sie die gewinnen, eben. Deswegen ist es doch mal ein schönes Angebot. Man hat jeden Tag 200 Tipprennen dafür. Deswegen sage ich, in der Woche rechnen sich aus 1.400 Möglichkeiten. Also man gewinnt garantiert, oder wie? Ich verstehe es nicht so richtig. Sie sollen hier gewinnen, ja natürlich, deswegen haben wir das dabei. Wenn es jetzt mit der, zum Beispiel... Mit ja, der aber wie groß ist denn die Gewinnchance, habe ich ja gefragt. Die liegt ja nicht bei 100%, oder? Habe ich ja auch nicht gesagt. Ich sage, es sind nur 100 Kunden mit dabei. Ja, aber es sind ja nicht nur 100 Leute, die um 1 Million spielen. Und wenn einer von... Doch. Es dürfen doch nur 100 Leute hier dabei sein. Aber es ist Lotto und die Gewinnchance ist dann 1 zu 10 Millionen oder was? Und dann ist es halt statt 1 zu 10 Millionen 100 zu 10 Millionen oder wie? Es ist kein Lotto. Wir spielen hier kein Lotto. Also es gibt jede Woche 1 Million und diese Million wird ausgezahlt an einen... Nein, das habe ich falsch verstanden. Täglich wird 1 Million Euro ausgeschüttet und Sie sind täglich mit 200 gewinnoptimierten Tipprennen dann an dieser Ausrufung mit dabei. Mit 100 Kunden zusammen. Ja, aber wo spielen denn diese? Also ist es eine Tippgemeinschaft oder wie? Natürlich. Ach so, ja, aber wo wird denn getippt? Wo wird denn gespielt? Im Internet wird das gemacht. Beim Rentenjackpot bekommen Sie dann auch, wenn Sie teilhaben möchten, alles schriftlich mit nach Hause. Ach so, ja, aber da, wie gesagt, wenn ich die Gewinnchance nicht weiß, sind die Angaben für mich ja alle hinfällig, ne? Nö, eigentlich sind die nicht hinfällig. Ja, aber wie hoch ist denn die Gewinnchance? Dann sagen Sie es doch mal. Also noch einmal. Nee, nicht noch einmal, Sie haben es noch nicht gesagt. Wir reden hier nicht vom Lotto, ja? Ja, wie hoch ist die Gewinnchance? Möchten Sie das gerne nutzen oder möchten Sie das nicht nutzen? Wenn ich nicht weiß, wie hoch die Gewinnchance ist, dann möchte ich das natürlich nicht nutzen. Ist doch klar. Gut, dann geht der Platz jetzt gerne an den nächsten Kunden. Kein Problem. Ja, dann darf sich gerne der nächste Kunde freuen. Und dann wünsche ich mir, wenn Sie dem die Gewinnchance auch nicht sagen, dann weiß ich nicht, ob der sich freut. Der hat das jeder Kunde genutzt, den ich hier heute am Telefon hatte, bis auf Sie. Aber das ist ja also die haben alle nicht nach der Gewinnchance gefragt, ja? Oder wie? Es sind täglich 200 Möglichkeiten auf 1 Million Euro. Also ja, aber ja, dann rechnen sich das die Gewinnquote brauche ich ja. Sonst kann ich ja nicht alternieren, ob sich das lohnt oder nicht. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, also den Gutschein schicken Sie mir zu. Ich wünsche auch schöne Grüße. Ja, den Gewinn okay. Mensch, da hat die einfach aufgelegt. Ruf ich nochmal an, oder? Und sag dann was von Verbindungsabbruch. Ruf ich nochmal an. Welche Nummer war das nochmal hier? 72385014. Habe ich die hier noch in der Historie? 5014, jo, da ist sie. Nochmal anrufen. Ja, schönen guten Tag, hier ist Frau Pilz von der KOP United GmbH. Gewinnspielservice, was kann ich für Sie tun? Ja, Fall hier, schönen guten Tag. Ich hatte vorhin schon mal angerufen und mit einer Mitarbeiterin gesprochen. Da war die Verbindung plötzlich weg. Da dachte ich, ruf nochmal an. Ja, wo waren Sie denn stehen geblieben? Wissen Sie das noch? Es ging jetzt irgendwie um eine Chance bei einer Lottoteilnahme und da hatte ich nach der Gewinnchance gefragt, also nach der Quote. Und da brach die Verbindung dann ab. Ich guck mal rein. Wie war der Name? Fall. Wie der Fall? Genau. Ersucht. Dauert immer 3 Sekunden. Mhm. Heute ist er nicht so schnell. Also, ist ein Windows-Rechner wahrscheinlich, ne? Also den
schon mal nicht. Haben Sie sich mit einem anderen Namen angemeldet oder überhaupt? Nee, Fall. Hatten Sie einen Code? F-A-L-L. Ja. Er zeigt mir an Wandfahren. Wandfahren? Was ist das denn? Ja. Wandfahren ist doch so wilder Wein, den man am Haus hochwachsen lässt, oder? Das ist doch Wandfahren. Ja. Soll angeblich Ihr Name sein. Nee. Aus Berlin. Ja, Berlin ist richtig. Aber Fall ist der Name. Geben Sie mir mal Ihren Code. Sie haben doch einen Code bekommen per SMS, oder? Ach so, nach der Code, ja. Moment. Ja. Muss mal gucken, wie komme ich denn hier nochmal rein? So, hier den SMS-Code. Das ist AX. Aha. Und dann Leerzeichen. Aha. 2421. Ja. Unterstrich. Aha. 955. 021. 021. So, jetzt das mal durchlaufen. Also, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie Clara Fall heißen. Clara Fall, das bin ich. Ja, aber Clara ist doch ein Frauenname. Ja, ich bin ja auch eine Frau. So, Kemmannweg 28. Genau, das ist korrekt. Mir wäre es ja lieber, es hieße Kemmfrauweg, aber es ist halt ja, Kemmannsweg. Ja, aber kann man ja nur nicht ändern. Nee, genau. Ja. Nee. Aber ein Gespräch mit einer Kollegin sehe ich hier nicht. Das ist 5 Minuten her. Also kann eigentlich nicht sein. Da scheint ja irgendwas durcheinander gekommen zu sein in Ihrem System da. Ja, offenbar. Ja, das kann auch möglich sein. Das kann, weiß ich aber nicht. So viel Technikverständnis habe ich denn doch nicht. Das machen die Techniker dann. Ja, mit Windows wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Grund. Weiß ich nicht. Da habe ich auch keine Ahnung. Ja. So. Oh, soll ich Ihnen die Aktion noch mal kurz erklären? Ja. Also ab 15.06. ne, die tätlichen Ziehungen, meinen Sie mit der Rabattkarte? Nee, also erst hatte sie gesagt, ich hätte einen Städtetrip innerhalb Deutschlands gewonnen. Da habe ich mich schon gefreut, mein Freund und ich, aber dann sagte sie irgendwie eine Lotto-Teilnahme, da sei ich auch noch für ausgewählt. Und also dann brach die Verbindung ab und da frage ich mich natürlich, was ist jetzt mit dem Städtetrip? Ne? 3 Tage Lübeck, Hamburg, altes Land. Genau. Ja. Ja, das steht ja auch drin, das ist korrekt. Ja? Ah, super, so, okay. Dachte ich schon. Ich hatte jetzt Angst, dass der Gewinn jetzt. Ich meine, ich habe meinem Freund da noch nichts von erzählt, aber bin ich jetzt froh, dass der Gewinn jetzt doch da ist, noch offenbar. Ja, das steht alles drin hier. Ja, wunderbar. Keine Bange. So, das wird dann alles rausgeschickt an Ihre Anschrift 13583 Berlin. Genau. Ja? So, und das sind Sie ja 12.02.92 geboren, steht dann hier noch drin. 12.02., ja, genau. Ja, genau. So, und jedenfalls Zusatzaktion war, ab 15.06. haben Sie noch alle täglichen Ziehungen und Möglichkeiten und Vorteile mit der Rabattkarte, genau, die Profit- und Rentekarte sich zu sichern. Ab 15.06. sind Sie jeden Tag mit 100 Tipprein für die große Rente dabei. 20 Jahre Rente wird verlost mit 4.000 genau, Euro. Genau, die Geschichte war das, genau. Und da sagte sie, genau, das kostet 50 Euro im Monat und dann habe ich sie nach der Gewinnchance gefragt, nach der Quote. Und dann war das Gespräch irgendwie beendet. Für die Rente oder für die anderen Sachen? Weil nee, die Gewinnchance dabei. Ja, das sind 3.000 Gewinnchancen im Monat, ne? Ja, aber die Quote, die Gewinnchance, die Quote der Gewinnchance. Die Quote wissen wir nicht, ist ja jedes Jahr anders. Wissen Sie nicht. Wir machen Ach so. Das einmal im Jahr. Ach so. Ja, die ist jedes Jahr anders. Und, also, und in den vergangenen Jahren? Mal gewinnen 3 Leute die Rente und die anderen die kleinen Preise. Und mal gibt's nur die kleinen Preise als Gewinn. Mhm. Und nur einer die Rente, ist ja jedes Jahr anders. Ach so, ja, in den letzten Jahren, wie hoch war denn da die Gewinnquote? Letztes Jahr zum Beispiel. Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Ja gut, aber bei einem Gewinnspiel die Gewinnquote auszurechnen, ist ja jetzt nicht so schwierig eigentlich, ne? Also beim Lotto zum Beispiel ist es ja 1 zu 10 Millionen oder 1 zu 15 Millionen irgendwie so, also so oder 14 Millionen, also so schwindelerregend, dass es sich ja gar nicht lohnt. Und deswegen bin ich da natürlich jetzt nicht so interessiert, wenn ich die Gewinnquote nicht kenne und mir die Gewinnchance nicht bekannt ist. 100 Teilnehmer machen in unserer kleinen Gemeinschaft mit und sind jeden Tag dabei, Herr Fall. Ja, aber die Infos nützen mir ja alle nichts, wenn ich die Gewinnquote nicht kenne, ne? Naja, zu Millionen kann es ja nicht sein, weil ja nur 100 Teilnehmer sind. So meine ich das eigentlich. Ja. Wenn jemand aus der Tippgemeinschaft die Millionen abräumt, dann wird das durch alle Teilnehmer geteilt und dann kriegt man 10.000 Euro. Das hatte die Dame mir so erklärt.
Aber ja, ja, wie gesagt, wenn ich nicht weiß, wie hoch die Chance ist, 10.000 Euro zu gewinnen, dann lohnt sich das ja auch nicht für mich, da mitzumachen, ne? Sie teilen aber nicht alle Gewinne, Sie teilen nur, was Sie unter der Woche gewinnen, ne? Wenn Sie jetzt samstags die große Rente gewinnen, gehört Ihnen der Gewinn alleine. Mhm. Gewinnen Sie samstags die 40.000, gehört Ihnen das auch alleine. Sonst natürlich kriegt man von 40.400, ja, oder die Rente durch 100 geteilt. Mhm. Und wenn Sie die kleinen Gewinne gewinnen, von 50 bis 10.000, das wird gar nicht geteilt. Mhm. Ja, ja, gut, Sie können da jetzt viele Zahlen nennen, wenn man da jeweils die Gewinnchancen nicht für kennt, dann nützt einem das ja nichts. Dann kann naja, man ja, Gewinnchancen ne? sind 3.000 im Monat. Ja, aber die Gewinnquote, Sie wissen doch, was ich meine. Ja, aber ich weiß es nicht. Ja, gut. Ne? Ich meine, es gibt ja auch eine Chance, dass ich jetzt hier gleich das Haus verlasse und da steht ein Koffer mit 10 Millionen. Die gebe ich bei der Polizei ab. Der Eigentümer, der eigentliche Eigentümer, also Besitzer war ich ja dann, aber der Eigentümer meldet sich nicht und ich werde dann der neue Eigentümer dieses Koffers mit 10 Millionen. Da gibt's ja auch eine gewisse Chance, dass das passiert, aber die geht ja gegen null, ne? Deswegen glaubt man da halt in der Regel nicht dran. Und deswegen ist das für mich jetzt irrelevant alles, was für Zahlen Sie nennen, wenn ich die Chance dazu, also die Quote, ne? Wie vielen passiert das? Das passiert, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie einem Menschen auf der Welt im Jahr mal, ne? So, und warum soll man jetzt der eine Idiot sein, der gewinnt, ne? Das ist halt. Weil wir nur 100 Teilnehmer haben. Also von die 100 gewinnen wir. Es sind ja nicht 100 Teilnehmer, es sind ja 100 in der Tippgemeinschaft. Es sind ja nicht insgesamt 100 Teilnehmer, oder? Dann teilen die sich ja auch die Rente, aber wenn sie die alleine gewinnen, teilen sie die ja nicht. Ja, aber da muss ich ja wissen, wie hoch die Chance ist, das zu gewinnen, ne? Wenn irgendwie 1 zu 20 Millionen ist, dann, und die Quoten, die weiß ich, nicht. Vom letzten Jahr, das nehmen wir ja dann alles aus dem Computer raus. Ja gut, es gibt sicherlich einen Grund, warum da die Quoten nicht errechnet wurden. Ne? Dann können die Quoten, also glaube ich nicht, dass sie nicht angegeben werden, sagen wir mal so. Na bestimmt doch, aber ich kann es nicht nachvollziehen mehr, ne? Weil das ja rausgenommen wird alles. Weil wir haben ja, jetzt neues Jahr. Aber wenn man jetzt ein Gewinnspiel veranstaltet, wenn man jetzt so ein Veranstalter ist, da rechnet man sich ja aus, was sind die Gewinnquoten und was streiche ich als Gewinn ein. Und deswegen ist es halt nun mal so, dass die das jetzt nicht rausgeben, aber dann ist es für mich halt auch nicht interessant, ne? Ja, dann machen sie nicht mit. Ist ja ihre Entscheidung. Nee, genau. Aber auf die Reise freue ich mich. Da freut mein Freund sich auch, wenn ich ihm das erzähle, dass wir mal endlich wieder einen Städtetrip machen. Ja, An- und Abreise ist dabei, Hotel ist dabei. Geil. Und jeden Morgen Frühstück im Hotel für zwei Personen steht hier. Geil, da freut er sich. Da freut er sich. Ja. Jo. Sehr schön. Schicken Sie mir das zu per Post? Ja, das gibt's mit der Post. Wunderbar, alles klar. Ja, aber nicht gleich morgen warten, das kommt in 3 bis 6 Wochen steht hier. Oh, alles klar. Okay, dann erzähle ich ihm erst einmal noch nichts. Dann erzähle ich ihm dann erst so in 3 Wochen dann was. Da ist und genau, dann ja, genau. Hätte ich auch so gemacht, Herr Fall. Jo. Ja? Und wenn wir mal was Besonderes haben, Herr Fall, darf die KOP United GmbH Sie per Brief, können Sie aussuchen, E-Mail, SMS oder Telefon über spannende Angebote benachrichtigen, oder? Solange das nichts kostet, können Sie das machen, ja. Okay, super. Ja, dann wünsche ich damit viel Spaß und für die 100.000 machen alle noch mit am 20.06. Ja, alles klar, wunderbar. Ja, und schönen Nachmittag dann. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Jo. Tschüss. Tschüss. So. Ich widerrufe hiermit. Guck mal, in deinem Programm da, ne, vor deinem Computer, da ist so ein roter Button. Da musst du jetzt draufklicken. Tschüss, du Betrüger.